Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Xtreme24, Ihrem Modellbahnmagazin. Heute präsentiere ich Ihnen eine Neuheit, eine Herbstneuheit von ESU. Und dazu hat mich Jürgen Lindner einfach mal so in die Schweiz gelockt. Ja, und was einem da so alles passieren kann, sehen Sie jetzt. Frank, schön, dich zu sehen. Ja. Mensch, du hast ja die schöne Lok mitgebracht. Schöne Lok, schöne Lok. Wahnsinn. So, warte. Sorry. Ja. Ciao. Frank? Ja? Ich muss schnell weg. Ja. Nur schauen. Nicht anfassen. Okay. Nicht anfassen. Nur gucken, nicht anfassen. Genau. Okay. Komm, auch wieder. Mach ich. Nur gucken, nicht anfassen. Wow. Was für eine schöne Lok. Die müsste es als Modell geben. Oh, ein Fleck. Das geht gar nicht. Der Fleck muss weg. Wo ist denn die Lok? Ach du liebes bisschen. Wo ist die Lok hin? Da steht sie ja. Ich habe die Lok geschrumpft. Das wollte ich ja gar nicht. Das gibt Ärger. Oh weia. Jetzt kommt auch noch Roland. Die Lok muss weg. Frank. Hallo Roland. Wo ist meine Lok? Hab keine Ahnung, wo die. Ich soll arbeiten, ich soll gehen, ich habe Termin, ich soll gehen. Frank, wo ist die Lok? Okay. Hier ist deine Lok. Aber Frank. Ja, ich kann Frank, ich hätte doch nur gesagt, du sollst schauen. Nicht anfassen. Ja, ich weiß. Schauen. Nur gucken, nicht anfassen. Du hast dich jetzt gebracht. Mach sie wieder gross, ich soll arbeiten. Ja, ich kann es probieren. Ja, mach, ich soll gehen. Okay, ja, ich probiere ja schon. Mach. Frank, mach sie wieder gross. Ich habe noch eine Idee. Frank, okay. Ja, probieren. Die Lok ist wieder da. Genug gefunden. Frank, super gemacht. Ja, habe ich auch ein Schwein gehabt. Ja, oder? Das war super. Na gut, Roland. Ja, du hast deine Lok wieder. Ja, danke vielmals. Vielen Dank. Jetzt kann ich arbeiten. Ja, ich fasse auch nie wieder, oder soll ich noch mal? Ja, nicht mehr anlangen. Okay. Nur noch schauen. Alles klar. So. Da kannst du arbeiten fahren. Dankeschön.
Mensch, Frank, du und deine Eisenbahn, man kann dich nicht eine Minute allein lassen. Jürgen, es tut mir ja leid, aber die ist so schön, die Lok, und ich habe eigentlich nur... Ja, ja, du hast sogar die Lok noch geschrumpft. Nee, ich habe eigentlich nur den Fleck hier weggemacht. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ich habe dir doch heute extra ein H0-Modell mitgebracht. Echt jetzt? Schau doch mal. Oh, zeig mal. Wahnsinn. Das ist exakt die gleiche Lok. Ja, den Ärger mit den Schweizern hätten wir uns ersparen können. Das stimmt. Ich kann ja dem Roland noch mal einen Brief schreiben und entschuldige mich noch mal. Aber die Lok ist wirklich schön. Das entschädigt ja für alles. Guckt mal. Oh, ist die schön. Weißt du was, Jürgen? Die Lok gehört eigentlich hier drauf. Und damit, denke ich, haben wir den feierlichen Rollout vollzogen. Du sag mal, Frank, hier fehlt doch schon wieder eine Lok. Was für eine Lok? Ja, hier fehlt eine Lok auf der Anlage. Was hast du denn hier schon wieder gemacht? Also, ich war's nicht. Wollte, ich schwör's bei allem, was mir heilig ist. Ich war diesmal in meiner Hände nicht im Spiel. Jetzt bring die Lok wieder her, bitte. Die brauchen wir jetzt gleich. Ich kann's probieren. Moment. Ach, wunderbar. Jetzt habe ich schon gedacht, du hast schon wieder was verschwinden lassen. Du bist der Zweite, der Angst hat, dass ich Loks verschwinden lasse. Ja, liebe Freunde, erstmal willkommen zur Herbstneuheitenpräsentation von ESO. Und wir wollen die Loks nicht verschwinden lassen. Das heißt, verschwinden schon. Die verschwinden dann in den Kammern und auf den Anlagen der Modellbahnfreunde. Das wäre so die Hoffnung, ja. Deswegen sind wir heute da, um die Lok eben Ihnen ein bisschen näher zu erläutern. Genau, die AE66 ist das große Thema und die große Herbstneuheit, die Überraschung für dieses Jahr, die uns Jürgen hier präsentiert. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, die große wie die kleine Lok ist der Hammer. Und was diese Lok übrigens alles kann, ich weiß es bereits schon, wollen wir Ihnen natürlich dann auch präsentieren. Und Sie werden überrascht sein, was dieses Modell alles kann. So, welche Modelle kommen denn erstmal heute? Also, wir haben zwei Varianten uns ausgesucht. Einmal eine relativ moderne, der SBB Cargo, so wie sie bis zuletzt letztendlich auf modernen Anlagen zum Einsatz kommen kann. Und eine grüne, eher schlichte Variante der Epoche 4, so wie sie über viele Jahre zuverlässig ihren Dienst verrichtet hatte, so. Auf Schweizer Gleis. Genau. Und über die Dienstverrichtung dieser Lokomotiven wollen wir nochmal zurückgehen in die Geschichte, liebe Freunde. Denn einigen wird es vielleicht nicht ganz so bekannt sein. Diese Lokomotive zählt ja zu den Kultlokomotiven. Und bevor die AE66 in Betrieb kam, wir haben natürlich erstmal eine andere Maschine, nämlich die AE46. Wir sehen sie jetzt auch im Bild eingeblendet. Das waren die Maschinen, die über den Gotthard fuhren, aber eben nicht so leistungsstark waren. Die brauchten also immer Vorspann- oder Nachschubdienste. Zu dieser AE46 gesellte sich natürlich auch noch die AE47. Hier haben wir mal ein wunderschönes Typenblatt von dieser Lok, von dem Herstellerwerk. Ja, und nicht wegzudenken, natürlich das altbekannte Krokodil mit der CE68-Bezeichnung. Das waren die Maschinen, liebe Freunde, die also über die Rampen am Gotthard fuhren, aber wie gesagt nicht so leistungsstark waren. Und so entschloss man sich bei der SBB, neue Maschinen zu beschaffen. Und das waren dann die AE66, so wie wir sie jetzt halt zum Beispiel auch hier im Bild sehen, vor einem Kieszug. Diese Maschinen hatten dann auch später, wurde im Bezeichnungsschema die AE66 als AE610 auch bezeichnet. Dann haben wir noch ein weiteres Bild vorbereitet, das ist auch vor einem Güterzug. Kann Ihnen aber versprechen, wir zeigen gleich noch andere Bilder. Wir hatten ja von Universallokomotiven gesprochen, die da über den Gotthard fuhren. Und hier sehen wir zum Beispiel eine dieser Maschinen vor einem hochwertigen Reisezug. Hier ist das Bild aus Aargau aufgenommen. Waren die Maschinen natürlich auch zu treffen vor Personenzügen, aber auch im hochwertigen Reiseverkehr vor TE-Zügen, wie zum Beispiel hier. Das soll eigentlich auch verdeutlichen,
wie universell diese Maschinen in der Schweiz unterwegs waren und sich auch bei den Fahrpersonalen sehr beliebt waren, die Lokomotiven, muss man ja auch mal dazu sagen. Und ja, die Universalität war natürlich noch gegeben bei vielen anderen Einsätzen. Hier sehen wir nochmal ein Bild der Cargo, so wie sie bei uns hier auch auf der Anlage steht. Da haben wir natürlich noch eine Lokomotive. Ja, und als letztes Bild an der Stelle sehen wir eine AE66 in den letzten Tagen, in den letzten Zügen sozusagen, wie sie also hier schon ziemlich runtergekommen noch ihren Dienst versah. Wollen aber nicht mit diesem Bild aufhören, sondern eigentlich mit einem Bild aus historischen Zeiten, nämlich die Uhr 66 sozusagen, wie sie das Werk verlassen hat. Ja, wie Sie schon sehen, hat die Lok eine relativ lange Historie hinter sich, ja. Ab 1952 gebaut. Und wie du schon gesagt hast, lieber Frank, ist sie extrem universell einsetzbar, sowohl vor Güter- als auch vor Reisezugwagen. Und aufgrund der Zugkraft und des sehr gelungenen Aufbaus hat sie sich eben auch einen gewissen Status in der Schweiz eben erarbeitet. Und das war sicherlich auch der Hauptgrund dafür, warum wir uns für dieses Modell entschieden haben. Eine Lok, die sehr lange, also seit nach dem Krieg bis in die Jetztzeit zum Einsatz kam, universell einsetzbar war und auch eine Lok ist, in der wir jetzt sozusagen technisch alles zeigen können, was wir an einer E-Lok eben zeigen wollten. Haben natürlich versucht, noch ein bisschen was draufzusetzen, aber insgesamt ist das eine Lokomotive mit sehr vielen spannenden Funktionen. Und da möchte ich ganz kurz noch mal anschließen an diese Universallok. Und das sind auch sehr beeindruckende Daten. Das sind also nur mal ein kleiner Auszug von dem Anforderungskatalog der SBB an die AE66. Wir hatten es ja gerade gesagt, es ist eine sechsachsige Drehgestelllokomotive, die universell einsetzbar vor Schnell- und Güterzügen war. Die Stundenleistung bei dieser Lokomotive bei 6 x 1000 PS lag bei 74 km/h und die Dauerleistung bei 6 x 900 PS bei 78,5 km/h. Immerhin noch. Das Gesamtgewicht, da gab es ja mal so ein bisschen ein Problem. Die SBB hatte gefordert, die Lok sollte 124 Tonnen wiegen. Da hatte man sich bei der Konstruktion wahrscheinlich ein bisschen verschätzt. Mehr wie 120 Tonnen kamen nicht zustande, hat man aber letztendlich akzeptiert. So, die Lok sollte 600 Tonnen schwere Züge immerhin noch mit 75 km/h auf den Steilrampen der Gotthardbahn bewältigen. Und die Beförderung von 750 Tonnen Zügen auf Bergstrecken, ist ja auch eine ganze Menge Holz, denke ich mal, mit bis zu 21 Promille Steigung und 1450 Tonnen bei 10 Promille Steigung. Also Sie sehen schon, dass da ein Kraftpaket steht, auch auf der Anlage bei uns, was seinesgleichen sucht. Das waren also schon recht hohe Anforderungen an diese Lok. Und die konnten natürlich dann letztendlich auch die eben altgezeigten Lokomotiven ablösen und sie waren dann sozusagen die sogenannte Gotthard-Lok geboren und so lange viele, viele Jahre im Einsatz. Genau, so war es, lieber Frank. So war es, genau. Schöner konnte man es, glaube ich, kaum sagen. So, zurück zu dieser Lokomotive, Jürgen. Wir wollen natürlich jetzt die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen. Es werden viele schon glasige Augen haben, wenn sie diese beiden Maschinen sehen. Ich hatte sie auch, also es ist wirklich eine wunderbare Lok. Gehen wir mal ins Eingemachte bei dieser Lokomotive. Du hattest gesagt, dass ihr alles reingesteckt habt, was möglich war. Ja, das ist ja quasi immer unser Credo und ich habe es ja auch an der Stelle schon öfter gesagt. So hat auch die AE66 natürlich den typischen Aufbau einer ESO Engineering Edition Lok. Sowohl das Chassis als auch der Aufbau, sprich der Lokkasten, sind komplett aus Zinkdruckgussmetall. Das Dach allerdings ist aus Kunststoff, weil es mehrere Varianten gibt. Wir haben Wert darauf gelegt, dass wir alle vorbildrichtigen Details sauber ansetzen. Federpuffer sind eh klar, aber was man wirklich sehen kann, wir haben einen kompletten Durchblick durch den Maschinenraum realisiert. Sehr schön sogar, das ist wirklich beeindruckend. Ja, also wir haben auch den Maschinenraum oder den Innenraum des Maschinenraums sehr detailliert nachgebildet, damit man dann auch wirklich was sieht und eben auch mit einer Beleuchtung versehen, damit man es auch wirklich gut sehen kann.
Das Ganze wurde möglich, weil wir einen neuen Glockenankermotor mit 12x20mm Motor verwenden, der relativ tief sitzt, sodass wir eben also quasi den aus dem Fensterbereich verschwinden lassen konnten. Und insofern wir den Platz dann eben wirklich vorbildrichtig ausgefüllt haben. Also auch dieser neue Motor mit relativ großem Drehmoment sorgt auch für eine gewisse Zugkraft der Lok. Wir haben natürlich, wie alle ESO E-Loks, einen servogesteuerten Pantograph, der ferngesteuert rauf und runter gelassen werden kann. Also wie jetzt da kann man die Pantographen jetzt tatsächlich? Natürlich, wie bei allen ESO E-Loks kann man beide Pantographen unabhängig voneinander mit einer Funktionstaste heben und senken. Das nenne ich mal toll. Ja, das gehört bei uns fast schon dazu, zum guten Ton. Aber auch das Drehgestell ist sehr detailliert. Wir haben Speichenräder natürlich, wie das Vorbild, aus Metall. Das heißt, das sind Zinkdruckgussräder, quasi wie bei einer Dampflok, wenn man so will. Also keine Kunststoffräder mit Radreifen oder so, sondern komplett aus Zinkdruckguss und gedreht. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit. Vier Achsen sind angetrieben. Das langt vollkommen für die Zugkraft. Und wir haben auch ein komplettes Lichtpaket der Lok mitgegeben. Ein komplettes Lichtpaket, also in der Form, wenn ich das jetzt, Schweizer Lichtpaket. Ja genau, also die Schweiz hat sehr spezielle Anforderungen an die Beleuchtung der Lokomotiven, die ein bisschen abweicht von dem, was der Bundesbahner gewohnt ist. In der Regel ist es so, dass man beim normalen Licht eben drei weiße vorn und ein weißes hinten hat, das sogenannte 3+1 Licht. Später hat man das dann auch geändert in drei weiße vorn und zwei rote hinten. Das können wir natürlich auch umschalten. Das sind so die Hauptlampen, die es in der Schweiz gibt. Darüber hinaus gibt es noch zwei Besonderheiten, die wir im Modell eben auch umgesetzt haben. Und zwar gibt es ein sogenanntes Notsignal. Das sind drei rote Lampen von vorn, was man einschalten kann, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und es gibt auch ein Fahrberechtigungssignal. Das sind zwei weiße vorn und ein rotes oben. Das gibt es so auch nur in der Schweiz. Das ist natürlich toll. Und gibt es noch mehr Lichtsignale? Also mehr Lichtsignale von der Stirnbeleuchtung sind jetzt nicht vorhanden. Wir haben natürlich die Führerstandsbeleuchtung, fahrtrichtungsabhängig. Die klassische Führerpultbeleuchtung, die es ja auch seit 2011 bei ESO-Loks gibt. Und eben das Bremslicht flackern. Und den Lokführer liefert er ja auch wieder mit. Lokführer ist natürlich in der Lok mit drin. Genauso auch wie ein Kurvensensor, damit sozusagen die Weichen quietschen, wenn die Lok in der Kurve ist. Ja. Und auch ein Energiespeicher, ein Powerpack ist natürlich mit drin. Also volles Programm. Volles Programm. Die Lok hat auch einen Doppellautsprecher mit einem nagelneu aufgenommenen Sound eben für die AS66, sodass die sicherlich auch klingt wie das Original. Habe ich jetzt eine Fangfrage. Was wiegt denn das gute Stück? Die Lok wiegt doch tatsächlich 492 Gramm. Nichts mit Fangfrage. Also, liebe Freunde, kann ich jetzt mal getrost salopp sagen, fast ein Pfund Lok steht hier vor Ihnen mit einer tollen technischen Ausstattung. Ja, also es hat uns sehr viel Freude gemacht, unser erstes ESO-Modell nach Schweizer Vorbild eben zu realisieren. Das war uns ein Anliegen, weil wir immer wieder Anfragen auch aus dem Fankreis erhalten haben, ob wir nicht auch mal eine Lok nach nicht deutschem Vorbild eben machen könnten. Und was liegt da näher als eine Lokomotive aus dem Bahnland Schweiz, was ja auch von unserem Firmensitz nicht wirklich weit entfernt ist. Wir denken aber, dass diese Lok auch Fans außerhalb der Schweiz finden wird, einfach weil sie eine Kultlok ist und weil Modellbahner weltweit eben auch Eisenbahnen oder halt Anlagen nach Schweizer Vorbild bauen. Dann bleibt nur noch eine Frage, eigentlich die wichtigste Frage, die Frage aller Fragen, Jürgen. Wann kann Modellbahner auf dieses Modell zugreifen? Ja, und was kostet das Teil überhaupt? Diese Frage habe ich natürlich erwartet und möchte sie auch gerne beantworten. Die Lokomotive wird ab Mitte November ausgeliefert werden. Also wenn Sie dieses Video sehen, rechnen Sie noch eine Woche drauf. Maximal eineinhalb, dann werden die Loks an den Fachhandel ausgeliefert. Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland beträgt 519 Euro. Oha.
Ja, das ist ein stolzer Preis. Allerdings muss man auch dazu sagen, es sind sehr, sehr viele Ätzteile aus Metall dieses Mal mit dran. Also nicht nur Kunststoff- und Zinkdruckgussteile, sondern auch sehr viele einzeln angesetzte, die man alle eben ätzen und biegen muss. Das erhöht den Herstellungsaufwand an dieser Stelle doch etwas mehr, als man so normalerweise erwarten würde. Und denken Sie dran, das ist ein reines Handarbeitsmodell. Alle Teile werden von der Hand montiert. Also ich sage jetzt mal so, liebe Freunde, wenn Sie diese Lok, die haben Sie ja nun vorgeführt, in Ihren eigenen Händen halten werden, Sie werden also Jürgen Lindner recht geben. Es ist eine absolut, ich sage es mal salopp, platt geile Lok. Danke, das versuchen wir ja immer. Mir gefällt sie auch sehr gut. Eine wunderschöne Lok. Ja, und nicht nur eine wunderschöne Lok, liebe Freunde, Sie haben es vielleicht sicherlich schon bemerkt. Jürgen, die Frage, die ich sonst immer stelle, war ja abschlägig beschieden worden, aber ich glaube, jetzt kannst du mir noch eine gute Nachricht geben. Genau, normalerweise fragst du ja immer, was gibt es sonst noch so alles und was wird es Neues geben? Wie Sie vielleicht schon sehen, auf der Anlage haben wir, und das möchte ich auch nicht vergessen in diesem Neuheitenvideo, trotz aller Euphorie um die AE66, wir haben auch für die Freunde der Baureihe 216, 218, also V160, neue Farb- und Formvarianten ins Programm aufgenommen, die ebenfalls ab dem gleichen Zeitpunkt lieferbar sein werden. Einmal haben wir eine neue 216 Privatbahn Wiebe, die sich sehr gut vor Bauzügen machen wird. Das Besondere an dieser Lok ist, dass die einen echten Caterpillar-Motor hat, sodass wir auch diesen passenden Sound in die Lok eben mit reingebaut haben. Wäre jetzt die Frage gewesen. Natürlich, lieber Frank, davon kannst du bei ESO ausgehen, dass die Loks immer alle vorbildrichtig klingen. Und eine weitere Variante, die wir gemacht haben, ist eine 218, also eine etwas längere Variante der V160 der Brotalbahn, die grüne. Wir hatten ja auch schon eine V200 der Brotalbahn, die sehr gut angenommen wurde. Das wäre faktisch die Ergänzung dazu. Genau, es lag dann nahe, dass wir eben auch die 218 in dieser Variante bringen. Das sind jetzt beide sehr bunte Lok. Und last but not least gibt es auch eine blaue 218, eine sehr moderne, mit einem MTU R4000 Motor, der Pressnitztalbahn. Und diese blaue Farbgebung ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Diese Loks werden deutschlandweit eingesetzt. Man sieht sie auch allenthalben. Was mir natürlich aufgefallen ist, Jürgen, ist das jetzt Zufall oder gewollt? Die Dachausrüstung sieht bei jeder Lok anders aus. Das ist natürlich dem Vorbild geschuldet, nicht unbedingt, weil wir es zwingend machen wollten. Aber tatsächlich ist es so, wir haben unterschiedliche Dachlüfteraufbauten und eine unterschiedliche Anordnung der Hutzen. Einmal versetzt, einmal gerade und haben natürlich auch entsprechende Rauchgeneratoren damit reingebaut. Wenn man wirklich Sammler der 218 ist, und wir haben jetzt doch schon einige im Programm, und die alle nebeneinander hinstellt, dann wird man wirklich sehr gut die Unterschiede und unterschiedliche Ausführungen erkennen können. Es gibt sehr viele Kenner der 218 oder der V160 Baureihe, denen brauche ich das nicht genauer zu erklären, die wissen das mehr oder weniger auswendig. Das denke ich mal schon. Ich denke, dass das eine, trotzdem, trotz der Neuheit der AE66, auch eine Überraschung ist, für den Herbst die Nachauflage von drei verschiedenen 218ern. Wir hoffen doch, dass es, gerade weil es so schön bunt ist, für jeden was dabei ist. Also ich denke mal, die Wiebe-Lok, man sieht sie allenthalben, liebe Freunde. Wer mit der Eisenbahn viel unterwegs ist, wird es bestätigen. Die Wiebe-Loks sind eigentlich überall zu finden, in verschiedenen Ausführungen. Also ist es ein sehr bunter Farbtupfer auf ihrer Anlage. Ja, und die Brotalbahn, wir waren ja damals sehr überrascht über die V200 mit ihrer außergewöhnlichen Lackierung. Hier kommt sozusagen das Pendant dazu, also die gehört unbedingt mit dazu. Ja, und die Press, das Eisenbahnunternehmen aus Jöhstadt mit dieser Farbgebung ist allgemein bekannt. Was soll man dazu noch sagen? Es ist also ein sehr bunter Strauß, so bunt wie der Herbst. Das kann man vielleicht so sagen. Das war doch ein schönes Schlusswort, lieber Frank. Denke ich mal. Aber eins habe ich trotzdem noch. Ich muss ihn ja löchern, weil er hat gesagt, ich komme nochmal zur AE66 zurück. Da ist eine Cargo-Maschine und diese grüne, in der Erstfarbe sozusagen, sind denn noch mit mehr oder kann der Modellbahner noch mit mehr Varianten rechnen, eventuell? Nun, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich die beiden Varianten eben auch sozusagen im Markt einführen.
natürlich haben wir durchaus die Idee und den Wunsch, mehrere Varianten noch zu bringen. Also mehr kann ich dir jetzt nicht entlocken. Mehr ist im Moment nicht zu erwarten. Ich habe es probiert, Volvo-Freunde, ich habe es probiert. Also, freuen wir uns aber trotzdem erstmal über diesen wunderschönen Herbststrauß, der hier vor uns auf der Anlage steht, den Jürgen für uns gepflückt hat und für Sie, liebe Modellbahnfreunde, zu Hause auf Ihrer Anlage viel Freude bringen soll. Das war's von meiner Seite. Dann bedanke ich mich wie immer für das nette Gespräch. Mhm. Und wir haben noch ein kleines Highlight zum Schluss. Ja. Wir wollen natürlich Sie nicht ganz so trocken entlassen und wir haben uns vorgestellt, dass wir Ihnen mit ein paar dynamischen Fahraufnahmen von der AE66, der Hauptneuheit jetzt im Herbst, so ein bisschen Vorfreude in Ihre Stube flimmern lassen wollen. Was hältst du von der Idee? Eine hervorragende Idee. In diesem Sinne, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und dann sage ich ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Ihr Jürgen Lindner und Frank Puttig. Machen Sie es gut. Tschüss. Restaurant.